So, nochmal kurz vorweg, bevor das Video startet. Ich werde jetzt den Gewinner auslosen. Ich habe die Kommentare durchgezählt, das sind jetzt 30 Stück. Jeder Kommentar, haben zwar auch manche geschrieben, dass sie da nicht mitmachen wollen, aber wir werden das einfach mal probieren. So, ich drücke jetzt auf Generieren. Es ist direkt der zweite Kommentarbild. Ja. Dann hat Leo Knolle gewonnen. Leo, wenn du das siehst, dann schreib mir bitte auf Instagram oder auf Discord. Ist hier beides verlinkt, mein Discord oder mein Instagram. Bei Discord siehst du dann ja meinen Namen. Dann schreib mir da bitte, dass du das bist. Und dann schick mir bitte einen Screenshot von, also dass ich sehe, dass das sozusagen dein YouTube-Kanal ist. Wenn du dann kannst du ja entweder hier draufklicken auf meinen Kanal. Und dann sieht man das ja oder so. Ja, und dann herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu Folge 2. Ja, ich bin wieder zurück. Das mit der Geldentscheidung habe ich jetzt noch nicht berücksichtigt, ja, weil ich die Folge direkt im Anschluss aufnehme. So, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier den Shootings aktivieren. Dann stellen wir mal auf 8 km/h, wie ihr das von mir kennt. Und dann dreschen wir mal mit unserem Mietdrescher. So, hallo, Schraublage. Ja, dann bin ich echt gespannt, was hier rumkommt. Ich meine, Hafer wissen wir, glaube ich, alle, dass im LS der Ertrag da gering ist. Die Frage ist, wie gering ist der? Ich würde gerne am liebsten, ja, ich weiß halt nicht, ob ein Anhänger reicht oben bei den Hühnern. Ich habe ja die jetzt gekauft. Aber da sieht man leider nichts. Also so vom vorigen LS würde ich sagen, das reicht. Aber ich weiß ja nicht, wie hier der Futterbedarf ist. Das finde ich ein bisschen blöd, dass sie das da nicht mit zugeschrieben haben. Weil normal weiß man ja, wie viel seine Viecher fressen. So ungefähr zumindest. Und das ist halt auch schlecht. Ich kann halt schlecht kalkulieren, weil ich würde mir nämlich sonst denken, jo, ein bisschen von der Ernte könnten wir verkaufen. Und dadurch könnten wir auch noch ein bisschen Cash machen. Ja, das würde uns auf jeden Fall noch ein bisschen weiterhelfen. Weil bis die Entscheidung dann ja kommt mit dem. Genau, bis die Entscheidung dann kommt mit dem, wie viel Cash ich mir sozusagen gutschreiben darf von euch, dauert das ja noch so ein bisschen. Ah, zack, mal hier mal hoch. Frontansicht fahren, prima. Wie gesagt, bis dann die Entscheidung kommt, dauert das ein bisschen. Ja, ich bin auch so ein bisschen am Struggeln, ob mit Helfer oder ohne. Ja, weil Helfer kostet natürlich auch Geld. Ich denke mal, ich werde es erstmal ohne Helfer versuchen. Ich weiß nicht, wie verrückt ich hier werde, wie groß der Schlag ist. Das sieht man hier leider auch nicht. Ist ja auch mal gut zu wissen. Also vom Ding her. Ja, so viel wird hier jetzt nicht runterkommen. Ich meine, wir sind schon einiges gefahren. Und bis jetzt ist jetzt noch nicht so viel bei rumgekommen. Das könnte. Eigentlich gibt es da auch so ein Proceed-Menü, oder nicht? Wo der Ertrag steht. Das muss doch hier irgendwo sein. So, Wachstum, was ist das? Wachstum. Abgeerntet. Boden schaffen halt Unkraut natürlich geil, Alter. Sehe ich hier irgendwo den Düngestatus. Aber wahrscheinlich müsste ich dafür Proben nehmen. Ne? Aber schwierig. Schwierig, schwierig. Ich denke, ich fahre erstmal einmal drumrum. Und dann tanken wir, wenn wir hinten sind, auch mal ab. Und dann mal sehen. Ich bin echt gespannt, wie viel hier runterkommt. Ja, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist auf jeden Fall eine Ballenpresse, Ladewagen. Die zwei Sachen sind Pflicht. Beziehungsweise wir könnten auch erstmal ohne Ballenpresse versuchen, weil die ist halt ziemlich teuer, ne? Da ist dann halt die Frage, wie viel Stroh kommt hier runter und wie viel können wir einlagern und wie viel brauchen wir, weil wir nur 250.000 Liter da oben insgesamt einlagern können. Da ist eine Ballenpresse eigentlich schon vonnöten. Ja, die Frage ist, wo lagert. Man könnte das Ding, aber es kostet halt nichts. Es kostet halt einfach nichts, glaube ich. Könnten wir noch mal gucken. Kann ich noch so sehen, Gebäude, wie viel, was wir da haben.
müssen wir mal. Landes, Lö, hier, genau, bauen. So, wir gehen einmal, springen einmal hier zum Hof hoch. Aber Produktionen sind auch noch sehr, sehr teuer. Da will ich eigentlich auf der Map eventuell auch noch mal was machen, weil da weiß ich schon, dass ich da auf anderen Maps jetzt nicht unbedingt zukommen werde. Weil hier natürlich wieder gar keine Orientierung. Aber wir müssen hier in die Richtung. Kann ich den hier drehen? Eww. Weil da kann man hier irgendwie nicht mit F und R und wie auch immer und Q kann man sich drehen. Kann leider nicht gucken. Aber ich kann doch die Karte kreisen, den kann ich natürlich nicht. Aber da wo ich stehe, müsste ja eigentlich. Ja genau. Das, was kriege ich dafür? Ja, 31k. Also das lohnt sich ja absolut nicht, weil wir da schon alleine Ballenhalle für 40k. Also gut, dann hat sich das doch gelohnt mit den 250.000. Ja, dann werde ich auf jeden Fall beim Stroh versuchen, so viel wie möglich einzufahren. Dann ist auch die Frage, ob das, wenn wir da 250.000 Liter Stroh einfahren, ob das dann genug ist, weil dann können wir den Rest ja auch nochmal verkaufen. Das bringt zwar wahrscheinlich überhaupt nichts, aber besser als wirklich überhaupt nichts vom Stroh. Was kriegt man hier für Stroh? Ja, mal 62 pro 1000 Liter. Ja, das wären sogar, weiß ich nicht, 62. 10 mal 6 sind 10 mal 60 sind 600. Also pro 1000 Liter sind ungefähr 600, ne? Oder pro 10.000 Liter. Gut, das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Das ist eine größere Gurkerei als sonst was. So, dann einmal zurück. Aber der Ertrag, der seht ihr ja schon, ist echt mickrig. Ja, da ist dann die Frage, wie viel wir hier zusammen bekommen. Ja, wie viel bekommt man zusammen? Weil ich würde ja echt gerne noch was verkaufen von dem, weil das würde uns eventuell noch mal ein klein bisschen Cash bringen sollen. Da ist die Frage, was kriegt man für Hafer? Hafer gibt halt schon gut Cash, ne? Mühle 1,1 52k. Ah, ist nicht schlecht. Das Problem ist, man könnte es natürlich auch einlagern und spekulieren, aber wir brauchen das Geld jetzt und nicht irgendwann in, weiß ich nicht. Ich will halt unbedingt einen Anhänger, brauche ich auf jeden Fall oben. Die Frage ist jetzt, ich habe das ausgemacht mit dem mit der maximalen Dingsbeladung, weil im Endeffekt wird das halt abgeschätzt. Deswegen dachte ich, dass man kann das ja anmachen mit, dass der sozusagen nur so voll lädt wie Maximalgewicht, aber es ist ja unrealistisch, wenn er auf dem Liter genau aufs Gewicht genau lädt. Im Endeffekt, da wird es auch voll geknallt oder es wird halt so ungefähr geguckt. Ich meine, bei den kleinen Anhängern, da ist das jetzt nicht so wichtig wie bei den großen. Bei den großen kann das schon entscheidend sein. Da sieht man übrigens unseren Hof. Ich glaube, am schlimmsten war das Farmhaus, 300.000. Ich kann halt sonst nicht pennen, wenn ich das nicht habe. Sonst hätte ich das nicht gekauft. Das sage ich so, wie es ist. Sonst hätte ich mir einfach so eine Fußmatte gekauft. Einfach mit in den Kuhstall legen. Ganz normal. Dann hat er sich eine Wohnung mieten, ne? Für ein bisschen Geld. Im Ort. Die Frage ist, da gehen, ich glaube. Was gehen denn da rein? Da gehen. Ich glaube, irgendwas bei 8000 Litern rein. Es war aber auf jeden Fall ein Glücksgriff, dass wir den gebraucht kaufen konnten. Der ist zwar dann ein bisschen im Arsch. Müsste man vielleicht dann reparieren irgendwann, aber wo kann ich das denn nochmal nachgucken? Oh, hier Garage. Hänger. 19 Monate, 82%. 20,9. Genau, 8 Kubik, genau 8 Kubik gehen drauf. Das geht in unseren Tank rein. Jetzt ist die Frage, wo sind unsere Mietmaschinen hier? Hier gehen 8500 rein. Ja, aber wir sind jetzt einmal rum. Und er hat schon, ja, die Hälfte von.
voll. Ich kann es echt schlecht abschätzen, aber ich denke mal, also 4 Hänger sollten wir hier, denke ich, schon runterkriegen. Und wenn wir jetzt 2 einlagern und 2 verkaufen, dann sind wir wahrscheinlich gut dabei. So, hä, warum hat er das jetzt zurückgesetzt? Hallo? Ich denke, dann sind wir schon ganz gut dabei. Ich würde sagen, wir starten direkt meine Zeitraumaufnahme, weil sonst labere ich mich hier noch zu Tode. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und dann bis. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.
Ja, so, ich melde mich nochmal aus der Zeitraumaufnahme zurück. Ja, und zwar habe ich gerade festgestellt, dass man ja Hühnern gar kein Hafer füttern könnte. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass das im LS nicht geht. In echt könnte man das natürlich machen. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problemchen, aber mein Five-Head Brain sagt, wir wollen ja eh mindestens einen Acker. Das habe ich ja schon gesagt. Und da schwebt mir der jetzt vor, weil der ist, glaube ich, mit der günstigste Acker. Da müssen wir dann halt die Bank um 100.000 anpumpen. Aber das ist ja kein Problem. Wir nehmen 100.000 Kredit, dann haben wir noch ein klein bisschen Spielraum. Und dann schlagen wir hier einfach mal zu. Zack, und gekauft. Ja, der Acker geht ja, wie gesagt, nach der Ernte weg, weil der nur gepachtet ist. Ja, danach haben wir den leider dann nicht mehr. Das heißt, dann müssen wir mit dem Acker auskommen. Da werden wir dann, denke ich, auch nochmal hinfahren und das dreschen. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir machen einfach einen Cut an der Stelle. Und sehen uns dann, wenn. Ja, ich denke mal, wenn der Acker abgeerntet ist, dann werde ich euch sagen, wie viel Hänger ich rausgekriegt habe. Und dann werde ich euch nochmal ein bisschen bei der Gerste mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, dann bis gleich. Ja, so, da melde ich mich nochmal zurück. Ein kleines bisschen steht noch. Ja, der Anhänger ist jetzt voll. Der Drescher ist voll und oben liegt ja auch noch ein Anhänger. Also mit den vier geschätzten Anhängern war das gar nicht so schlecht geschätzt. Wir fahren jetzt erstmal zwei verkaufen, wie ich das jetzt mache bei den oben. Ob ich die oben einlager. Den Einhänger sozusagen auf. Ich denke mal, den einen Anhänger werde ich oben lassen. So auf, dass man halt mal, wenn man unbedingt Cash braucht, dass man da ein bisschen was liegen hat. Oder wenn halt die Preise besser sind. Ich denke mal, so werde ich das machen. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. So, die Mühle. Wir müssen zur Mühle. Die ist hier direkt um die Ecke, sagt zumindest meine Karte. So, ich hau einmal den Tempomaten rein. Dann können wir hier einmal gucken. Ja, hier runter. So, Eingang haben wir noch. Aber ich muss sagen, der Zetto, der gefällt mir gut von der Schaltung her. Und der war ja auch recht günstig. Hat einen Frontlader. Sieht ganz knuffig aus. Ja, und wie gesagt, bei mir ist es immer so, klar, ich weiß, Zetor mache ich mich natürlich direkt bei vielen unbeliebt, die so auch mäßig auf, ja, keine Ahnung, auf. Man muss halt immer das aus die Marken fahren, die man halt kennt, aber ich will halt ein bisschen was bisschen anders machen, so wie die anderen. Die anderen fahren natürlich die ganzen Standardschlepper, wobei ich halt auch gerne noch einen 7810er hätte, ob das dann von den Kosten mäßig sinnvoll ist. Das sieht man dann, aber von der Leistung her wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und ich hätte gern halt noch einen alten Schlepper mit ein bisschen Leistung. Das ist auch ganz klar. So, ich nehme einmal hier ein bisschen Geschwindigkeit runter. Ich will jetzt hier nicht unbedingt so schnell durch den Kreisel kacheln. Normal müsste die Mühle jetzt hier vorne sein. Ja, gucken wir mal hier. Kalkstation, genau, Mühle. Ich weiß gar nicht. Das ist jetzt aber hoffentlich keine Produktion mäßig. Ja, hier ist halt wieder dieses Problem, ne? Der fährt einfach aus dem Stand an. Das ist ein bisschen blöd. Oh shit, das hat jetzt niemand gesehen, sorry. Da war ich aber gerade ein bisschen auf das Anfahren fixiert. Ne, zum Glück Verkaufsstelle. So, jetzt ist die Frage, wo haben wir unser Abkipp-Dings? Ich mache mal hier auf links, weil das geht, glaube ich, am schnellsten. So, oh, langsam, 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 langsam. Dann hauen wir mal einen neutralen rein. Irgendwie. Jetzt ist die Frage, warum? Ach so, der zeigt das nicht mehr so an. So, hallo. Ah. Also sehr nice, dass das jetzt länger dauert. Und was mir auch aufgefallen ist, der hat sehr, sehr schöne Details hier hinten. Mit den Kabeln, die hier so lang gehen und so. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Körner sind natürlich immer noch riesig, aber. Ja, schon mal 9000, ne, durch das erste. So, hallo. Ach so, ja, so. Ja, kurz warten bitte. Danke. So, hier haben wir ein geiles kleines Rundumlicht. So.
Vollschub. Ja, dann knattern wir einmal zum Acker. So, dann einmal hier, ne? Durch den Kreisel. Wie gesagt, den einen Hänger lasse ich jetzt oben noch liegen. Und ich denke mal, ich fahre den Hänger jetzt gleich noch weg. Und dann werde ich die Episode erstmal beenden. Dann werde ich den Rest offscreen dreschen von dem Acker. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann an der Mühle, denke ich. Den Drescher habe ich dann schon versetzt. Sehen wir uns dann an der Mühle und ich lade dann da sozusagen noch ab. Und dann ist die Frage, wie viel Geld wir haben und ob wir dann schon mal direkt die nächsten Sachen kaufen. Ich will halt nicht unbedingt so viel kaufen, sondern nur das, was zu dem Zeitpunkt gerade nötig ist. Einfach in der Hoffnung, dass es da noch ein paar Rabatte gibt im Shop. Weil da können wir... Ich muss noch mal gucken, aber das wird sich safe rentieren, wenn man die Fahrzeuge repariert. Ich meine, den Velger, den habe ich jetzt noch nicht repariert. Ich weiß auch nicht, warum ich den reparieren sollte so. Ich meine, da ist es ja jetzt nicht so, dass der irgendwie langsamer fährt oder weiß der Geier was. Also da sehe ich das nicht unbedingt ein, den zu reparieren. Bei diesem Mähwerk, was wir gekauft haben, sollte ich das auf jeden Fall reparieren, weil da ist es ja so, dass, ja, meine Güte, jetzt ist es mir entfallen. Da ist es natürlich so, dass wir dadurch dann langsamer fahren. Und das ist, wäre schlecht. Ja, und dann haben wir haben ja hier dies so ein bisschen als Fläche und ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen, wo man sich halt noch Wiese kauft. Aber ich gehe mal stark von... Also ich tendiere echt zu der Fläche, 119k kostet die. Ja, oder man kauft sich halt das Riesending, ne? Aber es ist halt echt teuer. Oder hier, 300. Ja, eigentlich wäre das hier am sinnvollsten, ne? 125k. Ich glaube, darauf werde ich sparen. 125.000 erstmal. Wenn ihr dann halt geschrieben habt, ne, wie viel ich mir noch cheaten soll, dann werden wir auf jeden Fall die Fläche noch kaufen. Und das sollte dann flächenmäßig erstmal reichen, denke ich. Dann werden wir vielleicht noch ein bisschen was umbrechen davon. Ich weiß gar nicht, wie viel von dem Acker, den wir da unten haben. Da werde ich den natürlich auch noch ausflügen. Ich meine, wozu brauche ich riesige Feldränder, wenn ich die auch flügen kann, so. Ihr versteht sicher, wie ich das meine. Können ja mal gucken. Gut, aber hier ist kaum Feldränder. An der Seite könnte man so ein bisschen noch ausflügen. Aber es lohnt sich sozusagen eigentlich immer. Zumindest auf den Standardkarten, wo die Feldgrenzen echt... Guckt euch mal diese breiten Streifen an. Also in echt ist das ja niemals so. Da würde ich auf jeden Fall noch bis fast dran an den Zaun flügen. Das ist auf jeden Fall am sinnvollsten und so werde ich das auch machen. Und dann ist die Frage, wie schnell wir wie viel Geld bekommen. Und wie viel ihr mir dann zumutet, ist auch geil, dass die Reifen so unten breit werden. Wir müssen mal gucken, nach dem Abladen sollte das dann ja nicht mehr so sein, zumindest nicht mehr so stark. So. Stellen wir mal auf die Bremse. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Dass man in jedem Gang anfahren kann, braucht man gar nicht zurückschalten und nichts. Rein theoretisch könnte man immer den vierten den höchsten einlegen. Hier ist das ja nicht der vierte, ich weiß gar nicht, was das hier für einer ist. Auf jeden Fall über den achten hinaus, deswegen benutze ich hier Gänge hoch und Gänge runterschalten. Aber ja. So, ich glaube in jeder Gruppe hat er irgendwie vier Gänge, aber die Gruppen sind so, dass man die nicht extra schalten muss oder so, keine Ahnung. Wer sich hier mit dem Getriebe auskennt, kann das ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, so, dann fahren wir nochmal rüber. Ich denke mal, das wird dann wieder neutral. So, mal sehen, ob der gleich... ob sich das gleich füllt. Ja, sieht man. Reifen gehen langsam hoch.
Man weniger dick. Ist auf jeden Fall ein sehr geiler kleiner Effekt. So. Was ich mir noch so überlegt hatte, doch nicht den großen, weil der ist ja viel zu teuer. Ich bin am Struggeln zwischen der ist halt, den hatten wir schon letzten erlässt, deswegen bin ich bei dem echt ungern. Die sind natürlich, die sind beide neu, deswegen gucke ich mir die so an. Aber ich tendiere echt zu dem, muss ich sagen. Aber der ist halt richtig Mikro. Den will ich halt ungern. Am liebsten würde ich den, aber der Preisunterschied, nee, also das kann ich nicht bringen. Ballenpresse, ja, wird es wahrscheinlich. Das ist halt eine Variable, ne? Ich denke mal, da wird es auf die Variable rauslaufen, weil wegen platzmäßig und so. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu kaufen. Als nächsten Step werden wir, denke ich mal, hierauf sparen. Und dann werden wir gucken, dass wir uns noch einen Schlepper kaufen, beziehungsweise werde ich mir nur das kaufen, was ich gerade benötige. Das war jetzt eigentlich ein bisschen dumm, das ganze Heu-Equipment und so schon zu kaufen. Ja, deswegen werde ich mir nur das kaufen, was ich gerade brauche und dann halt auf die Rabatte warten. Aber ich denke mal, dass die Rabatte nur nächsten Tag sind, wobei ich ja 3 Tage pro Season habe. Das heißt, ich werde, denke ich, nachdem wir gedroschen haben, werde ich schon mal anfangen zu mähen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht mähe ich auch schon ein bisschen zwischen den Episoden, weil wir ja dann ja echt viel zu mähen haben. Dann werde ich die eine Fläche noch auf Kredit kaufen. Ich meine, wenn ihr dann sagt, ich kann mir so und so viel Geld cheaten, dann hat sich das ja wieder erledigt so. Dann kann ich den Kredit ja wieder rückgängig machen. Ich denke mal, so werde ich das machen, weil dann kann ich zwischen den Episoden schon mal ein bisschen Stuff rausnehmen. Also ein bisschen. Bei Mähen haben wir ja echt viel. Ich weiß gar nicht, aber da seht ihr ja, wie groß die Fläche ist. Ich meine, wenn ihr anschaut, das ist der Schlag, der ist ja im Gegensatz zu dem ist er ja riesig. Der ist ja. Also der ist safe doppelt. Ja, vielleicht nicht doppelt so groß, aber das 1,5-fache schon. Aber ich denke mal, dann kaufe ich den Schlag gleich noch mit euch und den zweiten Schlepper. Dann haben wir es auch erledigt. Beziehungsweise, ich könnte. Eigentlich macht es Sinn, den erst in der nächsten Folge zu zeigen. Clickbait und so weiter. Naja, ein bisschen muss man es ja ausnutzen. Deswegen würde ich sagen, gerne einen Daumen nach oben geben. Ja, und gerne ein Abo dalassen, Kommentar schreiben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. We are farmers, farmers.